Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe hier was angefangen zu bauen. Und zwar soll da unser kleines Höllentor hinkommen. Ich tue jetzt gerade noch hier schnell ein bisschen was essen, damit ich ein bisschen frisches Essen habe. So. Und jetzt bauen wir das schnell hier fertig, weil so viel ist es gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier muss ich noch zwei nach hinten. 1, 2, ihr müsstet es dann so passen. Nee, das bietet genau ab. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wird jetzt zwar nicht dann perfekt in der Mitte sitzen, aber das ist mir tendenziell gerade Latte. So. Zack. Und zack. Und zack. Dann brauchen wir schnell das Holz. Ich mache die Umrandung trotzdem. Ist mir tendenziell wurscht. Ich will das Theme so ein bisschen halten mit dem Holz. Schauen wir, was wir in Zukunft draus machen. Und jetzt halt kommt hier mal das Türchen hin. Und dann kommt hier ein normales Standard-Höllentor hin. Schon lange nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. So ein Höllentor. Ah ja, die Dinger habe ich gar nicht dabei. Das wäre jetzt noch eine geile Idee gewesen. Warte mal. Hörp. Zack. Und wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Zack. Was ich vergessen habe, ist, dass ich hier Fackelchen haben wollte. Schön außenrum. Dann sollte das auch gut ausgeleuchtet sein. Hier kommen einfach so zwei Tore hin. So dass die Tiere nicht unbedingt in die Hölle laufen in Zukunft. Aber wir brauchen jetzt erstmal Flint. Habe ich hier ein bisschen Flint drin? 3 Kilometer Tonne suchen? Ja. Ein Flint und ein Stiel habe ich hier sicher auch noch rumliegen. Jawohl. Leute, wir machen uns jetzt ein Flintenstiel und ich brauche es sicher wieder falsch. Nee. Ich bin gut. Ich habe das Bild nur im Kopf gehabt. So. Da mir die Ausrüstung von mir aktuell relativ wurscht ist, weil da ist nicht viel dabei. Warum habe ich das irgendwie vermutet, dass ich nicht in die Hölle komme? Na gut, dann halt nicht. Dann muss ich mich wieder an die Saplings halten. Und wieder schauen, wie ich an Essence Diamond Sapling komme. Lapis. Habe ich den nicht schon gemacht? Redstone Sapling habe ich. Silver. Ach, das war ich nicht gefragt beim Silber. Bist du nicht ein Silberbaum? Haben wir den nicht zuletzt gemacht? Ne, du bist ein Tin. Ah ja, schon, wir waren auf dem Weg dahin. Ha, jetzt habe ich wieder den Punkt gefunden, wo ich war. Wir tun nochmal hier so ein bisschen nachpflanzen schnell. Okay, ja, dann brauche ich so. Die ganze Aktion wieder umsonst gewesen. Mein Gott, immer dasselbe hier. Komm, wir brauchen noch ein bisschen was bei dir. Komm, wachse, mein Freund. Wachse, wachse. Dann machen wir Diamonds und dann gehen wir auf Quartz und dann werden wir langsam hoffentlich Richtung Lagersystem gehen können. Erstes Lagersystem. Aber bis wir dann das Ganze haben, kann es natürlich dauern. Ich muss ja unten dann alles verkabeln, denn oh Gott, unten alles zubauen. Das wird eine lustige Sache. Das wird lustig. Ich werde das gleich unten 4 hoch machen. Ich bin gerade schon mal überlegen, wie ich das unten mache. Jetzt wachs doch. Was ist dein Problem? Alles frei. Startrampe ist offen. Komm. Habe ich nicht Bone Meal. Aber man hat es halt dann hier drin. Ja, natürlich. Yes. Du kannst mich mal bauen. Geht doch besser. So wollen wir das und nicht anders. So, die zwei, die sind jetzt denn jetzt leider erstmal so. Tinbäumchen. Hast du einen Schaden? Wie schnell ist denn der jetzt gewachsen? Der war jetzt aber vollkommen auf ADHS, du. Holy shit. So, was ich jetzt gleich probieren will, ist, was TB gesagt hat. Mit mehreren nebeneinander platzieren. Aha, schon. Funktioniert. Cool. Danke, TB. Wieder mal ein einwandfreier Tipp von TB. Wie
Sonst auch tipptopp Tipps von TB. So. Und jetzt tun wir erstmal alles wieder, was ich gerade gesammelt habe. Den Hopper können wir mal reintun. Cobblestone Resin. Warum tue ich das Cobblestone rein? Mein Gott, ich brauche. Viel Cobblestone sollte ich immer dabei haben. So. Was ich jetzt aber gucken. Ah, ich hasse es, wenn jetzt. Ah, wo, warum gibt es hier keinen Sortierbutton? Hä? Können wir jetzt mal sagen, warum das da drüben offen ist? Ich wollte gucken, Silver Sapling. Silver Resin braucht den Silver Sapling. Da brauche ich einen Merlin Sapling, der in Molten Silver gemacht wird. Und dafür brauche ich wahrscheinlich Molten Silver Resin, so wie ich es kenne. Ah, wir sind gleich fast da. Da, Silver Resin, Silver Amber. Und dafür braucht man Iron Berries. Light Gray Dye. Iron Berries. Trüffel? Okay, jetzt langsam wird's lustig. Ein Packager. Der wird gleich in Zukunft auch sehr interessant noch werden. Bacon Type Silber. Du willst mir sagen, ich kann Schweine machen, die mir Silber pro was? Langsam bin ich echt lost, wisst ihr das? Aber wie kriege ich jetzt hier zum Beispiel Iron Berries krieg ich von so einem Baum? Jetzt zum Beispiel Iron Sibling. Den kriege ich im Market. Wie kriege ich Beetroots? Wie zum Fick soll ich jetzt Beetroots kriegen? Nature Essence. Und das kriege ich aus einem Seed Processor. Infirmium Seeds. Wo kriege ich denn... Hey Leute, ich habe doch keinen Plan, wo ich den Scheiß herkriege. Oh Gott. Silver Amber. Da haben wir es. Silver Amber. Genau, das wollen wir machen. Dann müssen wir Light Gray. Schau mal. Daisy. Wahrscheinlich muss ich einfach gucken, dass ich diese blöden Daisies krieg. Bone Meal und was war das andere? Boah, einfach was Dunkles rein, theoretisch. Kann ich nicht Kohle nehmen und. Das irgendwie crushen? Wie crush ich am besten? Weil dafür brauche ich ja ein Tier, ne? Ah, kann ich nicht rein theoretisch sagen, hey, ich brauche Grind? Coal? Und da gab es irgendwo dieses Pulver. Wo war das jetzt wieder? Pulverized Coal. Grindstone. Marble. Mhm. Ja, klar. Wenn nichts Besseres zu tun habe, außer das. Oh Gott. Pulverized Coal. Charcoal. Ich habe ja noch. Doch, Kohle habe ich rein theoretisch. Chance of Double Output. Okay, da brauche ich ein Pferd. Ein Crusher, der braucht. Wie kann ich einen Crusher bauen? So eine ganze... Nö. Mechanical. Energy... Ja, genau. Oh, Gottes Willen. Crushed Coal. In einem Squeezer. Der schaut mir easy aus. Wir probieren mal so einen Squeezer zu bauen. Dafür brauchen wir... Ist das doch hier. Nehmen wir mal mit. Also ich brauche erstmal einen Block of Eisen. Und dann, wenn ich mir das anschaue, das kann ich wahrscheinlich mit dem hier auch machen, oder? Ja, Squeezer. Bauen wir uns einen Squeezer. Das dürfte jetzt ja nicht die Schwierigkeit sein, oder? Jetzt muss ich halt aus einem. Kann ich aus so coole Stückchen, 9 Stück, eine ganze Kohle machen? Acht Kohle macht ein ganzes Kohle, okay.
Schön, und wie funktioniert der scheiß Squeezer jetzt? Flattens and crushes by jumping on it. Lol, okay, damit hätte ich jetzt mal absolut nicht gerechnet, lol. Das war jetzt eine... Okay, das war irgendwie unerwartet. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt Bone Meal nehme, habe ich ja auch noch Bone Meal. Dann sollte ich doch jetzt Light Grey Dye machen, oder? Können. Light Grey Dye. Nice! Oh Gott, so ging das. Gut zu wissen, dass ich doch nicht immer so ganz dumm bin. Dann schauen wir uns mal Silver Amber an. Silver Amber. So, okay. Da war... Da kriege ich ja nur eins raus, ne? Aber sollte rein theoretisch funktionieren. Ich brauche Butterfly Resin, Lead Resin, Tin Resin. Tin Resin habe ich, Lead Resin habe ich noch nicht. Lead mache ich aus. Molten Lead auf den Dark Oak Sampling. Okay. Jetzt geht das wieder los. Das ist wieder wahrscheinlich auf Seite 12 oder so. Lead Amber. Blue Dye. Lapis Lazuli habe ich. Geil. Purified Resin, Sand Resin und Iron Resin. Purified Resin, Sand Resin, Iron. Deswegen, wie ich das sortiert habe. Nee, das Gravel Dings. Purified Resin. Iron Resin habe ich eh genug. Und Sand Resin habe ich hier. Und Lapis Lazuli. Lapis Lazuli habe ich auch irgendwo. Sicher. Ja, ein Lapis Lazuli. Das mache ich aus Lied. Zack. Nein, ich wollte eigentlich... Bin ich jetzt hingelandet? So. Kann ich auch eigentlich in die Gegenrichtung? Ja, das geht doch viel einfacher. Lead Ember. So ein Lead Ember. Jetzt brauche ich noch so ein Dark Oak Sapling. Und Dark Oak Sapling waren Kohle in Wasser. Und Kohle in Wasser. Auch kein Problem. Wir haben hier noch frisches Wasser. So, jetzt haben wir dich hier. Dann haben wir das Lead Ember mal rein. Wird es kurz erhitzt und dann sollte das auch gleich. Das ist die Frage, wo ist denn das? Molten Lead. So. Starten und. Komm schon. Ja, nice. Jetzt haben wir ein Lead Sapling. Bedeutet, wir reißen jetzt erstmal dich ab. Von dir haben wir jetzt genug. Nice. Kommt das Lead Sapling. Und weißt du was? Ich bin einfach zu voll. Gib mir den dieses Bone Meal. Wo ist es denn da oben? Geht viel schneller und einfacher. Scheiß drauf. So. Haben wir die Lead Saplings. Und nochmal. Machen wir es dreimal, dann sollte das fürs erste, glaube ich, reichen. Und da ich gerade was sehe, mache ich noch eine Reparatur hier. Mein Handy vibriert schon wieder, wenn Error. Aber auch okay. So, und jetzt haben wir schon die ersten Tonnen, die wir brauchen. Und rein theoretisch haben wir doch jetzt alles. Was wir für Silver Amber brauchen. Purified Resin, Lead Resin und Tin Resin. Purified, Lead Resin, Tin Resin, Purified Resin, den Rest können wir rausschmeißen. Und die Light Grey Zeug. Bedeutet, dem steht nichts mehr im Weg. So, jetzt haben wir Silver Amber. Aber natürlich will ich, wenn ich ein Silver Amber habe,
auch gleich einen Silberbaum haben. Und da brauche ich einen Merlin Zeppelin für. Okay. Die habe ich ja zum Glück noch. Die habe ich mir zum Glück direkt geholt. So. Dann als erstes geht hier mal der Silber-Ember rein. Dann brauche ich dich hier. Und setze dich hier drauf. So, perfekt. Dann gucke ich hier in mein Control-Ding rein. Schauen wir an, wie das hochfährt. Und setze das dann um. Dann habe ich Silber. Scheiße, ich habe Elektrum gebaut. Ich habe zu viel Scheiße drin. Ich muss das mal abtanken, glaube ich. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Ich habe jetzt ein Problem. Weil sich Elektrum gebildet hat. Scheiße. Was hat sich das jetzt Molten Iron, mal genannt nach unten, bitte. Da steht, ich habe 3 Blocks drin. Dann tue ich nochmal Blocks aus Eisen machen. So. Habe ich noch das Zeug, einen weiteren zu machen, rein theoretisch? Ich kann 2 noch machen, gut. Das war jetzt nicht der Plan. Muss ich ehrlich sagen. Aber okay, jetzt habe ich Elektrum schon mal. Och nö. Das kommt davon, wenn man so, zu viel einfach mittlerweile drin hat, ne? Jetzt mixt sich dann jede Scheiße da draus. Das passiert schon wieder. Wie ist denn das, was ich da gerade drin habe noch? Nicht mal mehr ein Ingot, aber ich habe Elektrum, was ich dann zu... Wahrscheinlich zu einem Block schmelzen kann am Ende, ja. Ein Block Elektrum habe ich mittlerweile schon. Und ganz ehrlich, weißt du was? Ich will jetzt so ein scheiß Block Elektrum sehen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.